Willkommen auf Pixel Knights. FTL. Hatte Luke ja sonst gespielt. Und gleich vorab, da bin ich jetzt auch kein Pro großartig. Luke kann das durchaus besser. Deswegen hoffe ich, dass Leute im Chat sein werden, die mir da den einen oder anderen Tipp geben können. Ich habe es jetzt rausgekramt, wie es im Titel auch steht, in Vorbereitung auf Trigon. So Ende April, am 28. April rauskommen. Was ich in den ersten Bildern gesehen habe, so ein bisschen FTL-Clone, ohne das jetzt negativ zu meinen. Und ja, deswegen wollte ich mich mit FTL nochmal vorbereiten, Tipps sammeln und einfach mal schauen, was geht. Also ich werde hier auf Normal spielen und versuchen, ein bisschen Fun beim Game zu haben. Obligatorisch natürlich erstmal hier noch die Einstellungen fix. Alright, okay. Gut, ja, wie nennen wir unser schönes Schiff? Die Grey Pearl? Nehmen wir mal Grey Pearl. Einfach jetzt eine optische Anlehnung an unser Schiff, was wir jetzt hier schon haben. Wir nehmen das Standardschiff. Das lassen wir erstmal alles Standard. Wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder einspielen. Ich hätte das damals ein bisschen gespielt, jetzt nicht sonderlich viel. Will. Ja, die Namen lassen wir einfach erstmal so. Und starten los. Gut, ich glaube, die meisten, die jetzt zuschauen, die kennen das und wahrscheinlich sogar besser als ich. Deswegen würde ich mal das Geplänkel mit der Föderationsflotte überspringen. Vorräte für die Reise, da, da, da. Sektoren abgrasen. Genau, soweit kenne ich das jetzt auch noch. Ich würde erstmal anfangen mit unserem Drei-Mann-Team. Xing-Xing, Bowie und Will. Bowie, vielleicht. Hier müssen wir hin. Ich würde jetzt mal. Zum Shop brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Ich würde, glaube ich, hier die Mitte erstmal nehmen. Du kommst in einem geschäftigen Sektor an. Ein Händler sendet auf allen Frequenzen. Er ist auf der Suche nach einem Söldnerschiff. Sollen wir antworten? Ja. Nehmen wir erstmal. Wir sind hier noch am Anfang. Das sollte passen. Ah, ich hatte schon befürchtet, dass sich niemand meldet. Der Frachter, den ich normalerweise beauftrage, hat sich verspätet. Ich will, dass Sie diese Drohnenteile zu einer kleinen Station bringen, die ein paar Sprünge entfernt ist. Ich kann mir keinen zweiten Frachter leisten, aber Sie bekommen sicher eine fette Belohnung. Nehme ich an. Auftrag markiert. Drohnenteile irgendwo hinbringen. Schauen wir mal, wo. Da oben. Wie kommen wir da am besten hin? Von hier. Würde ich sagen, springen wir erstmal. Schaffen wir das, wenn ich jetzt hier runter. Ah, Zero Star. Ja, ich kann auch, Zero sagt gerade, er kann den Stream nicht auf 180p gucken, vernünftig. Ich kann auch nicht runterskalieren. Also beim letzten Mal war das ein Fail bei mir, sonst habe ich das in schlechter Qualität und kann das nicht auf YouTube hochladen. Also ich weiß, was du meinst. Da kann man irgendwie die Einstellung treffen, dass das alle Auflösungen wahrscheinlich möglich sind. Aber damit hatte ich mich jetzt nicht befasst, großartig. Deswegen mache ich jetzt erstmal so weiter, bevor der Vormittag verstreicht. Ich hatte jetzt überlegt, erstmal hier runter zu gehen, dann hier hoch und hier rüber. Ich glaube, ich nehme das Risiko einfach in Kauf. Ich versuch's mal. Du kommst im nächsten Signalpunkt an und wirst sofort von einem kleinen Shuttle gerufen. Helfen Sie uns, wir werden von Piraten angegriffen. Den helfe ich natürlich. Keine Frage. Genau. Erster Kampf. Okay, ich bin gespannt, ob ich's kann. Noch kann. Wie auch immer. Erstmal die Pause. Waffensysteme laden. Autofeuer mache ich erstmal noch nicht an und ziele auf deren. Die haben nur ein Schild. Ich glaube, ich ziehe erstmal auf deren Waffen. Mal gucken. Ah, Eindringling. Okay. Den werden wir erstmal zusetzen. Hier hinten am Antrieb brauche ich erstmal keinen. Achso, warte. Das ist. Ja, der schießt. Unser Schild ist down. Wir haben deren Schild down und wir haben den Waffen beschädigt. Wir haben keinen Sauerstoff, das ist ein Problem. Schnell jemanden reinschicken. So, wen haben wir denn hier? Wer ist das hier? Will.
Will schicken wir hier rein. Der Eindringling müsste gleich beseitigt sein. Ich muss hier auf meinen Laser aufpassen. Das Eindringling ist beseitigt. Waffensysteme werden angegriffen. Ihn bringe ich zurück. Bobby bringe ich zurück in den Antriebsraum. Ist die Tür kaputt? Nein. Weiß gar nicht, ob die Türen kaputt gehen können. Achso, hat jetzt nicht angegriffen. So, nochmal. Vielleicht sollte ich doch das Autofeuer aktivieren. Ich mache das einfach mal. Auf jeden Fall, deren Waffen waren kurz down. Sauerstoff ist einigermaßen repariert. Waffensysteme werde ich weiter angreifen von denen. Sauerstoff ist repariert, ich gehe zurück. Ja, wir haben schon ein bisschen Schaden genommen. Das ist jetzt noch nicht, glaube ich, so ganz schlimm, aber halt auch noch nicht so optimal für den Start. Da hätte ich erstmal lieber ohne Schaden gestartet. Okay. Auf dem Piratenschiff werden keine Virussignale mehr angezeigt. Du versuchst, das Zivilschiff zu rufen. Das mache ich jetzt einfach mal. Die haben sich schnell zurückgezogen, während ich den Angreifer abgelenkt habe. Kein Problem. Sind die jetzt weg? Oder? Das ist jetzt... Die Beziehung ist neutral. Ah, nee, ich bin, glaube ich, durch. Das Schiff ist einfach nur leer. Den lasse ich mal noch heilen. Den bringe ich hier noch... Xing-Xing bringe ich in die Heilung. Bobby ist geheilt. Und... Xing-Xing auch. Dann geht's also... Gucken, ob ich hier noch was angreifen kann. Nee, gut, dann geht's eigentlich in den nächsten Sektor, würde ich sagen. Oder in den nächsten Punkt hier. Genau, von hinten kommt die Flotte. Also versuche ich mich erstmal nach hier vorzuarbeiten. So, in der Galaxis sind im Moment viele Söldner unterwegs. Denn ihre zwielichtigen Dienste sind in unsicheren Zeiten sehr gefragt. Einer von ihnen wartet am Signalpunkt und ruft dich. Hm. Okay. Da würde ich jetzt 23 Sektor erkunden, Schiff bekämpfen. Das sieht machbar aus, ich bekämpfe das Schiff. Söldner sind schlimmer als Rebellen. Die einzig angemessene Reaktion ist, sie zu bekämpfen. Genauso sieht es aus. So, da werden wir auch gleich erstmal wieder die Waffensysteme angreifen. Das ist immer so meine Standardtaktik gewesen. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Aber ja, werden wir sehen, wie weit ich komme. Ja, okay. Da weiß ich jetzt gerade nicht, warum ich nicht so durchs Schild gekommen bin. Ich könnte jetzt meine Raketen nutzen. Und den ich... Ach, die haben Laser. Die haben meinen... Achso, vorhin übrigens, das war hier kein Sauerstoff. Das war Shield, was down war. Und hier ist nämlich der Sauerstoff, der gerade angegriffen wurde, sehe ich. Das heißt, an den Waffen lasse ich Xing-Xing und Bobby bringe ich in die Sauerstoffreparatur. Und glaube, in diesem Fall werde ich vielleicht nochmal die eine Rakete nutzen. Wo ich eigentlich dachte, dass sie durch... Haben die ein besonderes Schild? Weiß ich gar nicht. Die Rakete ist nicht durchgekommen, die ist jetzt verpufft. Wo ich eigentlich dachte, dass man dadurch... Tja. Also ich glaube, die haben jetzt hier mein Schnellfeuerlaser. Down, dadurch, dass mein Waffensystem halt angegriffen wurde. Aber Xing-Xing ist schon am Reparieren. Verfehlt. Ich verballer hier auch gerade meine Raketen. Ich mach mal das Autofeuer aus. Das ist gerade... Mein Schild ist down. Im Cockpit brauche ich niemanden. Antrieb ist down, Waffensysteme aufladen, FTL-Laser muss SFL-Laser muss geladen werden. Ah, okay, jetzt hat eine Rakete getroffen. Ich bin die Hälfte meiner Raketen los. Das ist erstmal gar nicht so gut zum Anfang. Aber ich nehme das Angebot an. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin von meiner Hülle selbst ziemlich down und angeschlagen. Ein weiterer Kampf ist jetzt, glaube ich, nicht so clever. Und habe ein neues Waffensystem bekommen. Vielleicht mal noch meine Freunde hier reparieren.
die Crew heilen sozusagen. So, kommt wieder zurück in den Antriebsraum. Zu den Waffen. Jetzt muss ich mal gucken, der, was macht der eigentlich, der Höhlenstrahl? Dieser Strahl ist am wirksamsten, wenn er auf große leere Bereiche der Hülle trifft. Mhm. Tipp, Höhlenwaffen richten doppelten Schaden an, wenn sie einen Raum ohne System oder Subsystem treffen. Subsystem. Ich würde den eigentlich erstmal, ich würde den schon gerne mal probieren. Hm. Hier spare ich, glaube ich, den Rest noch. Genau, das ist repariert. Will kann zurück in den Steuerraum gehen. Hier lade ich auf. Antrieb. Ja, ich müsste demnächst. Ich muss mal gucken. Ist hier eigentlich ein Shop in der Nähe? Nicht so richtig. Oder zumindest sehe ich hier noch keinen. Also ich muss auf jeden Fall meinen Schrott, mein Geld sparen und hoffe, dass ich hier ein bisschen mehr bekomme und dass das jetzt nicht so ein starker Kampf wird. Du wirst von einem Rebellenschiff gerufen. Wenn die Rebellion beendet ist, werden sie unsere Welt sehen. Nun, sie nicht mehr. Sie verstehen schon. Okay, er macht seine Waffen scharf und es geht los. Genau, den... Ich würde erstmal wieder deren Waffensysteme angreifen. Okay. So ein bisschen deren Waffen down zu haben, ist, denke ich, ganz gut. Ja, damit kommen die zwar durch mein Schild. Ich werde weiter deren Waffen angreifen. Also die kommen eben nicht durch mein Schild. Die kriegen mein Schild down, aber halt mehr auch nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier sehen wir, dass die versuchen jetzt die Waffen zu reparieren. Ah, einer verfehlt. Ich geh mal doch aufs Shield bei denen. Ah, ist schnell repariert, ja. Sollte durch sein, wenn ich jetzt nicht verfehle. Ja. Ja, ein bisschen Schrott. Es passt. Wir müssen auf jeden Fall die Grey Pearl reparieren. Erstmal zum Auftrag. Ah, okay. Nicht, dass es der Falle war. Du erreichst den Ort, den dir der Händler genannt hat. Du sollst dir Drohnenteile bei einer Station abliefern. Du findest die Station, sie reagiert auch sofort auf deine Rufe. Hätte lange genug gedauert. Eigentlich nützt uns das nichts mehr. Aha, danke. Daher zahle ich auch nicht den vollen Preis. Hier nehmen Sie das und übergeben Sie uns die Fracht. Hm. Drohnenteile behalten. Das ist eigentlich ein ziemlicher Arschmove. Normalerweise würde ich jetzt die Drohnen... Doch, aus Prinzip halt. Ich brauche den Schrott. Wie viel Schrott habe ich denn? 72. Nee. Achso, warte mal. Aber das schadet denen jetzt auch nicht, wenn ich... Naja, ach komm, nehm die scheiß Bezahlung. Gut. Gehen wir mal zum nächsten. Ah, okay, das sieht nicht gut aus. Wir haben eh nur noch so wenig Hülle. Du springst in einen Sektor des Nebels, in einem Plasmasturm, in dem ein Plasmasturm tobt. Ein automatisch gesteuerter Rebellenaufklärer in der Nähe des Signalpunkts fliegt angriffsbereit auf dich zu. Okay. Bevor wir den Kampf aufnehmen, beziehungsweise ich werde hier schon mal den Schnellfeuerlaser klar machen auf deren Waffensysteme und mir derweil
bisschen Tee eingießen. Okay, Waffensysteme down. Jo. Sehe ich hier gerade, was ist hier los? Ich mach den schnell. Hacking-Drohne. Okay. Das heißt also, ich kann nicht steuern. Will verliert aber zum Glück auch keine. Das ist, glaube ich, einfach nur außer Gefecht gesetzt. Was okay ist. Fehlt. Mehrmals verfehlt. Deren Waffensysteme laden wieder. Mach mal deren Drohnen, greif noch mal deren. Fuck. Sauerstoffniedrig. Sollte ich aber schaffen, 16%, oder? 15, 14, das geht immer weiter runter. FDL-Antrieb bereit, ich hau ab. Noch nicht zum Ausgang. Erstmal weg hier. Okay. Deine Sensoren haben ein Flüchtlingsschiff entdeckt, das durch das System treibt und sicher von den Rebellen flieht. Es scheint dich nicht bemerkt zu haben oder übersieht dich absichtlich. Okay. Flüchtlingsschiff. Ich rufe sie einfach mal. Handeln. Ja, jetzt hätte ich die, wenn ich die Drohnenteile behalten hätte. 4 Drohnenteile, 8 Schrott. Lehne ich ab. Ich würde sagen, fuck, was ist mit meinem. Was ist denn mit meinem Sauerstoff? 5%. Das ist jetzt die Sache, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Jetzt sehe ich. Ach so, hier. Hier. Oh. Das war knapp. Das müsste jetzt aber noch gereicht haben, um es wieder aufzufüllen, oder? Ja, oh. Okay, ja, hier muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Da warte ich aber auch den Moment erstmal noch ab. Wie gesagt, FDL jetzt in Vorbereitung auf Trigon. Trigon. Mal gucken, wie das wirklich heißt oder ausgesprochen wird. Hatte mir gestern Kumpel, aka Kobrin, geschickt, dass das jetzt Ende April rauskommen soll. Also Trigon. Und wirklich, also ich habe mir ein Video kurz angeschaut, ist sehr wie FDL im ersten Moment, also wirklich sehr wie FDL. Nur eben in ganz anderer Optik. Hier haben wir Pixel Art und Trigon wird einfach mehr. Naja, jetzt nicht so 3D, aber. So wie Kobrin, mein Kumpel, meinte, in hübsch. Ich finde das auch, eigentlich auch hübsch und vielleicht sogar ein bisschen übersichtlicher, aber. Ja. Gut, während der Sauerstoff hier, ich sehe gerade hier, die können alle noch ein bisschen Heilung vertragen, deswegen bringe ich die mal hier rein, meine Crew. Muss ich gucken. Xing Xing war hier an den Waffensystemen. Bobby beim Antrieb und Will vorne im Steuer. So, ich sehe jetzt hier gerade 15% Ausweichchance. Ich könnte hier was beim Schild wegnehmen. Ich könnte einen von den Waffen wegnehmen. Das ist okay, weil meine Raketen benutze ich jetzt eh momentan nicht. Wovon ich jetzt 13 wieder habe, sehe ich gerade. Das ist ganz gut. 20%. Okay, ja, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber machen wir mal weiter. Notfall. Vom Notfall komme ich immer noch in den Ausgang. Das passt eigentlich. So, du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Es scheint
Forschers der Rebellen geflohen zu sein und nun ist der Treibstoff ausgegangen. Das Lotsing sagt, es ist aktiv, aber du bist dir nicht sicher, ob jemand an Bord ist. Rufen. 3 Raketen gegen 3 Drohnenteile. Jetzt habe ich ja. Ja, das mache ich jetzt erstmal einfach so. Okay, dann würde ich sagen. Na, ich gehe erstmal sicherheitshalber hier hin. Ein automatisiertes Rebellenschiff liegt nahe einer kleinen Rebellenraumstation. Ohne funktionierende Sensoren kannst du aber nicht sagen, was sich im Inneren befindet. Rebellenschiff. Oh, ich greife mal an. Wieder mal auf die Waffensysteme erstmal. Ja, okay, die hauen rein mit den Raketen. Ich muss die Waffensysteme down kriegen. Das breit ab. Ach nee, Quatsch, das. Naja, okay. Gut, jetzt haben die meine Waffensysteme fast down. Gucken, ob ich hier. Gut, damit müssten deren Raketen außer Gefecht sein. Ist natürlich jetzt dämlich gewesen, dass ich Xing Xing auch sehe. Von dem Waffensystem abgezogen habe. Okay, gut. So. 18 Schrott ist okay. Damit haben wir jetzt 125. Keine Riesenausbeute, war jetzt aber auch nicht der schwerste Kampf. Schaffe ich das noch, wenn ich jetzt von da nach da springe? Ich versuche es einfach mal. So, dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternsystem. Sonst gibt es hier nichts. Das war also umsonst, aber ist auch nicht schlimm. Damit hauen wir ab. Gut. Dieser Langstreckensignalpunkt liegt fast versteckt in einem Nebel. Ist der FDL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Ja. Gibt es irgendwas noch zur Vorbereitung? Nö, eigentlich nicht. Nächster Sektor, würde ich sagen. Ja. Was haben wir hier? Unbekannter Nebelsektor. Feindlicher Sektor. Ich kann ja hier immer noch durch. Ist eigentlich erstmal, glaube ich, egal, wo es lang geht. Ich gehe mal unten lang. Du erreichst einen kaum kartografierten Teil des Weltraums, in dem die Mantis leben sollen. Vergewissere dich, dass die Panzerung deiner Schiffshülle intakt genug ist, Treibstoff an Bord ist, um es durch diesen Sektor zu schaffen. Gut, das ist alles nicht so richtig gegeben. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Treibstoff und mehr Hülle. Und deswegen sammle ich jetzt erstmal weiterhin Schrott, um das halt einfach, ja, aufzupushen. Mal gucken. Notfall, ach. Hammer. Ich gehe mal zum Notfall. So, du erreichst das Notsignal, dass es einem kleinen Asteroidengürtel kommt und stößt auf ein Schiff mit Piratenbezeichnung, das teilweise zwischen zwei Felsen zertrümmert wurde. Sie müssen hier illegal und ohne passende Ausrüstung Bergbau betrieben haben. Versuchen, das Schiff zu lösen, indem du die Felsen auf die Felsen schießt. Ich könnte meine Strahlenwaffe nehmen, das Schiff vorsichtig herausschneiden, das Schiff zerstören und plündern. Es sind doch nur Piraten. Aber ich glaube, man weiß ja nie. Ich sag jetzt mal, wenn man das jetzt so ernst nimmt, es ist natürlich auch so, dass das natürlich nette Piraten sein können. Also, ich nehme mal die Strahlenwaffe. Das sieht doch ganz gut aus. Also, genau, ich habe sie rausgeschnitten. Und habe hier ein bisschen was bekommen. Mein FDL-Ladeverstärker wurde aufgeladen. Ja, war doch eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Rakete, ein bisschen Schrott, Drohnenteile. Erstmal nicht schlecht. Zu diesem Zeitpunkt erwartest du fast schon einen Kampf gegen die Mantis, aber an diesem Signalpunkt scheint es keine anderen Schiffe zu geben. Du hast genügend Zeit für eine Verschnaufpause und überprüfst die Schiffssysteme ganz genau. Ja, weiß ich nicht. Schrott will ich eigentlich erstmal nicht verbrauchen. Ich muss mein Schiff reparieren. Die Grey Pearl.
Gut, sagen weiter. Da ist ein Shop. Da ist ein Shop. Ich nehme das Risiko für diesen Ort noch in Kauf und gehe dann zum Shop. Du hörst den Funkverkehr der Mantis ab. Negativ. Ich habe mehr Menschen getötet. Du zuckst erschrocken zusammen, aber zum Glück haben sie dich noch nicht bemerkt. Das Schiff sieht... Weiß ich nicht, ist das stark? Das hat ein Schild? Ich greife an. Was soll denn Scheiß? Und zwar auf deren Waffensysteme. Ach, Eindringlinge. Die feuern ihre Raketen zum Glück nicht auf irgendwelche Waffensysteme. So, zerstört. Bobby zurück an den Antrieb, du zurück hier in die, Will zurück in den Steuerraum. Das fliegt hoffentlich nicht auf meine Waffensysteme. Okay, das fliegt einfach nur daneben. Also die setzen mir schon zu. Deren Waffensystem ist kaputt. Wenn das so bleibt, wäre okay. Ich glaube, da könnte ich jetzt, einfach mal auf den an Sauerstoff schießen. Nee. Die haben ihre Waffensysteme repariert. Und kaputt. Und kriegen die es repariert? Sauerstoff kaputt. Jetzt müssen sie handeln. Schilde. Ah, nicht ganz kaputt. Aber sie haben keins mehr. Das heißt, ich werde weiter auf den Schild feuern. Ah, ist wieder. Ah, nee, super. Rechtzeitig. Okay. Eine Menge Schrott, das ist immer gut. Treibstoff auf jeden Fall wichtig. Und dann werde ich mal die angeschlagenen Crewmitglieder heilen. Will geht's noch gut. Xing Xing zurück an die Waffen. Bobby zurück in den Antriebsraum. Kann weitergehen. Zum Shop. Puh, okay. Reparatur auf jeden Fall. Vor dir erkennst du einen Mantis Handelspost und meldest dich, damit sie dein Näherkommen nicht als Gefahr einstufen. Der Verantwortliche des Handelspostes begrüßt dich. Haben Sie Schrott dabei? Stell, docken Sie an, bevor die Krieger Sie entdecken. Okay. So. Eine Schilddrohne. Also ich muss halt auf jeden Fall erstmal das Reparatur alles. Das kam günstiger als ich dachte, das ist ganz gut. Ich kaufe auf jeden Fall. Die Antriebraketen glaube ich erstmal nicht. Mal gucken, hier haben wir einen Menschen, Mantis und. Also zwei Mantis. Ich glaube, ein weiteres Crewmitglied ist nicht schlecht. Menschen sind gewöhnlich und uninteressant. Und was steht bei dem Mantis? Die Nichtachtung des Individuums durch die Mantis hat aus ihnen ein grausames Kriegervolk gemacht. Also die sind schon stark und eigentlich brauche ich auch Besatzung zur Abwehr eigentlich. Aber eine Drohnen ist auch nicht. Wir haben den Schildüberlader, Superschildbarriere. Abwehrdrohne. Ich glaube, die Abwehrdrohne ist ganz cool. Strahlendrohne. Strahlenwaffe. Ich würde sagen, ich kaufe mir auch kein neues Crewmitglied erstmal. Wäre halt die Frage, ob ich den Höhlenstrahl, den habe ich jetzt noch gar nicht benutzt, ob ich den verkaufe, wie viel würde ich da bekommen?
35 sind auch nicht so viel. Ausbauten. Das ist, glaube ich, das, was ich eh schon habe. Ich mache erstmal okay. Und wurde jetzt dementsprechend wahrscheinlich auch erstmal ja, was mache ich am besten? Das reicht. Ich glaube, die 37 hebe ich mir erstmal noch auf. Okay, es reicht alles nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Ich frage mich gerade, warum ich hier das nicht hochkriege. Also ich meine, warum ich hier das Schild nicht noch um eins erhöhen kann. Naja, erstmal weiter. Repariert ist repariert, das ist wichtig. Okay, ein manntes Schiff, das jetzt vier Schiffe angreift, ruft dich. Funken regnen im Cockpit herunter, aber der Mantis brüllt: Halten Sie sich da raus, Mensch, sonst sind Sie der Nächste. Ich halte mich nicht raus. Du aktivierst deine Waffe und machst dich bereit, die Mantis anzugreifen. Alles klar. Waffensysteme. Waffensysteme kaputt. Schilde. Und kaputt. Gut. Das liegt mittelmäßig okay. Ein Hüllenpunkt repariert. Perfekt. Genau. Als Dank ein Hüllenpunkt repariert. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Ich habe mir ja nun diese Abwehrdrohne gekauft und bin tatsächlich so weit aus dem Spiel raus, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man die einsetzt. Ladeverstärker, das ist ja das, was ich habe. Das ist sozusagen, glaube ich, der Status Quo. Hier könnte ich sozusagen Dinge von der Grey Pearl upgraden. Wie war das nochmal mit den Drohnensystemen, Subsysteme? Das habe ich hier, öffnet die Türen auf dem Schiff, schließt die Türen, da. Aber ich sehe nämlich jetzt meine Drohne hier nicht rumliegen. Ah, da könnte mir Luke jetzt eigentlich ganz gut weiterhelfen. Die Abwehrdrohne, die habe ich mir ja nun extra gekauft. Also wäre gut, wenn ich die irgendwie benutzen könnte. Ich glaube, da gucke ich mal schnell, was hier
Muss ich tatsächlich doch mal schnell googeln. Mal schauen. FTL-Drohnen. Einsetzen. Drohnen. Steam Community, bla. Können wir mal gucken. Ach nee, das ist, glaube ich, jetzt zu viel Text. Das wäre. Ich muss da so durch. Nicht optimal. Irgendwo konnte man noch diese Drohnen hier einsetzen, ey. Das ist meine Fracht. So, hier Drohnen. System nicht installiert. Okay, ich muss also wahrscheinlich ein Drohnensystem installieren. Türsystem, Sensoren, Pilotsystem, Sauerstoff. Ja, naja, ich fliege erstmal weiter. Ich fliege erstmal weiter, aber noch nicht zum Ausgang. Wir grasen das hier noch so weit ab, wie es geht. Ja, jetzt hätte ich mein Drohnensystem, natürlich meine Abwehrdrohne gebraucht. Na, mal gucken, nicht, dass das jetzt hier viel Schaden anrichtet. Plus ein feindliches Schiff. Ich mach mal deren Shield down, mal gucken. Obwohl, nee, eigentlich ist es besser, wenn ich den Waffen down kriege, weil ich krieg so schon eine Menge Schaden wahrscheinlich. Und die haben da Angriffsdrohne. Genau für diesen Moment. Genau für diesen Moment hätte ich jetzt sozusagen. So. Genau, die haben ja hier das Drohnensystem. Welches wahrscheinlich oder nicht bemannt ist. Meine Krankenstation ist kaputt, ist aber jetzt erstmal nicht schlimm. Drohnensystem von denen ist kaputt. Jetzt werde ich den Shield kaputt machen. Wenn ich das richtig sehe. Habe ich einfach kein Drohnensystem und habe die Drohne wahrscheinlich umsonst gekauft, oder? Die sind auf jeden Fall kaputt. Bisschen Schrott. Jetzt erstmal hier die ganzen Sachen reparieren. Bevor wir weiterfliegen. Na, dann kann es weitergehen. Notfall, Notfall, Notfall. Ich würde sagen, hier hin oder hier, da, da. Könnte knapp werden. Ich mach's mal, mal gucken. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Schaden hier genommen auch. Nicht ganz so optimal. Du kommst in unmittelbarer Nähe eines Sterns an und hältst die Nachricht des Piratenschiffs. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Unser Schiff ist schwer beschädigt und wir sind verzweifelt. Das macht ihnen doch nichts aus, dass wir uns Iris holen, oder? Eindringlinge an Bord, alles. Da sind sie, drei Leute. Also einer muss auf jeden Fall an den Waffen bleiben. Die machen die Kameras hier zunächst kaputt. Das können sie machen. Natürlich jetzt kein schlechter Zug von denen gewesen. Das wird nicht leicht. Die mal zwischenzeitlich heilen, die wollen mein Schild kaputt machen. Und die machen mein Schild auch kaputt. Aber gleich geht's wieder in den Kampf, wenn meine Leute. Sonneneruption. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
reparieren. Da sind, glaube ich, noch mehr Eindringlinge. Wahrscheinlich erstmal heilen hier. Heilen, 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 heilen. Der ist durch. Schildsystem. Schauen, ob Eindringlinge da sind. Kameras müssen repariert werden. Sonneneruption, es brennt. Ach genau, Türsystem ist kaputt. Du... Oh oh. Türsystem ist kaputt, Türsystem ist kaputt, Türsystem ist kaputt. Es brennt überall. Das ist... doch... kritischer... Ich krieg den jetzt hier nicht raus. Okay. Ching-Ching wird es nicht schaffen. Türsysteme sind kaputt, Türsysteme werden repariert, Schiff brennt. Crewmitglied verloren, Schiffssysteme repariert. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es überall brennt. Hier nicht. Sauerstoff ist kaputt. Da ist kein Sauerstoff drin. Ach du Scheiße. Brennt das hier auch noch, ey. Kameras reparieren. Ich weiß halt jetzt nicht. Da ist kein Sauerstoff. Hier kann ich die Türen schon zumachen. Sauerstoff ist kaputt. Sauerstoff bei 24%. Schnell reparieren. Zu. Okay, jetzt kann ich. Okay, erstmal Überblick verschaffen. Bovi ist gleich tot. Hier öffne ich die Türen. Türen, Türen, Türen. Das Feuer soll abziehen. Hier sind die Feuer zu. Sauerstoff muss hier nach. Hier kann es abgezogen werden. Bovi ist tot. 4. Bei 4 bleibt es. Will lebt noch. Will ist gleich tot. Alle Crewmitglieder sind tot. Dein Schiff wird ewig durch das All treiben oder bis es Plünderer oder bis Plünderer es zerstören. Kann man nichts machen. Würde ich sagen, es war ein guter Einstieg, mal wieder in FDL, einerseits in FDL reinzukommen, andererseits schon mal auf Vorbereitung für Trigon. Und also ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich spielen werde, weil es ist halt sehr wie FDL und FDL ist schon cool. Aber je nachdem, wie teuer das ist, werde ich es mir vielleicht zulegen. Mal schauen. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal noch keine neue Runde. Step by Step, gute Reinkommen-Runde. Und werde mal schauen, ob ich gleich noch Set dranhänge oder nicht. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Für alle, die da waren. Oder auf YouTube schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.